So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir uns der Magiergilde wieder angeschlossen, haben die Insel Auguea wieder aus den Fängen von Sheogorath befreit und ja, haben jetzt wieder diese Insel zu einer Heimat für die Magiergilde gemacht und können jetzt jederzeit dorthin zurückkehren. Aber wir können natürlich uns jetzt nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern müssen einfach immer weitermachen. Kämpft tapfer, Adeptin, und haltet die Ehre der Gilde auf dem Schlachtfeld hoch. Natürlich. Es gibt ja sonst niemanden, der mir das Wasser reichen könnte. Und ja, jetzt haben wir noch die Kriegergilde auf unserer Liste. Und die werden wir heute in dieser Folge angehen. Und ich bin mal gespannt, wie lange... Muss ich mal kurz gucken, wo waren wir denn? War ein Riff, ne? Ja, genau. Ja, wie lange die Kriegergilden-Quest jetzt andauert, weil ich glaube, für die Magiergilde haben wir so gute 30 Minuten benötigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, was wir jetzt in der Kriegergilde machen müssen. Also ich weiß ungefähr das Ende, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wie wir dorthin kommen. Ob es jetzt kürzer gehalten ist oder länger gehalten. Aber das werden wir jetzt in wenigen Minuten dann herausfinden. Und sobald wir dann diese Gilden-Quest erledigt haben, werden wir uns dann Richtung Norden begeben, zur Hauptmann Jiveka. Die müssten wir eigentlich immer noch irgendwie mal antreffen. Und da werden wir auf definitiv das letzte Verlies dann noch abschließen. Und dann müssen wir uns eigentlich nur noch auf den Weg nach Trollhättan machen. Und dann sind wir schon wieder am Ende von Rift angekommen. Und meine Güte, dauert das heute lange mit dem Laden von den Städten. Und ja, die Aufgabe haben wir noch. Und dann müssen wir noch irgendwelche vermissten Personen finden. Muss ich mal kurz gucken. Da muss ich hin. Genau, wir müssen mit Elif sprechen. Und da kann ich ja gleich mal... schauen, ob wir gleich noch irgendwas analysieren können. Ja, ist meistens so. Die mir aus feinen Taschen. Wo habe ich das gerade gelesen? Okay. Achso, das spawnt jetzt alles nur noch weiter. Okay, weil ich glaube, wir hatten ja hier immer 10 Stunden irgendwo rumstehen. Ich glaube, das war hier. Genau, jetzt müssen wir kurz schauen. Hier haben wir noch 3 Tage. Komm, mach mal einfach mal. Wo hatten wir? Wir hatten hier irgendwo 2 Tagen. Ach, hier 20 Stunden. Hier ist beim Schneiderfisch noch etwas. Ja, auch. Das hier. Und dann... dauert es in 3 Tage, auch weil ich schon so viel analysiert habe, nicht? Das dauert dann 6 Tage. 6 Tage. Haben wir hier noch irgendwas? Dann nehmen wir einfach mal das hier. Okay, gut, dann haben wir das schon erledigt. Und da, in die Richtung müssen wir gehen. Ich glaube, bei der Schreinerhandwerk haben wir sowieso jetzt nichts mehr offen, was wir analysieren können. Ich glaube, da war aber immer noch irgendwelche anderen Sachen zugange. Das werden wir uns mal in die Kriegergilde begeben. Ich werde nochmal kurz rumgucken, ob dort es nicht noch eventuell ein weiteres Magierbuch gibt. Wir müssen es ja auch irgendwie hocharbeiten jetzt bei der Magiergilde. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich hatte bisher das noch nie geschafft, Rang 10 zu erhalten. Bei der Kriegergilde hatte ich das dann irgendwann mal geschafft, aber habe jetzt nie unbedingt die ganzen Fähigkeiten angewendet, weil mir das jetzt nicht gerade unbedingt als sehr... Achso, das Taschentuch haben wir ja noch. Ei. Was wollt ihr? Wenn es um einen Gefallen geht, habe ich gerade keine Zeit. Ich habe mit Swain gesprochen, bevor er starb. Er hätte gewollt, dass ihr dies bekommt. Armer Swain. Ich fragte mich schon, was aus ihm wurde, nachdem Sinmoor Riften angriff. Vielen Dank. Es ist eine Erleichterung, endlich Gewissheit zu haben. Könnt ihr mir das auch ins Gesicht sagen? Angesichts all der Ereignisse in Riften muss ich wohl später um meinen Bruder trauern. Aber danke, dass ihr mir die Kunde überbracht habt. Ihr standet Sven also nahe? Wir standen uns so nahe, wie sich Geschwister überhaupt nur nahestehen können. Okay. Swain war immer für mich da.
Der beste große Bruder aller Zeiten. Und jetzt ist er fort. Entschuldigt mich, ich muss etwas töten gehen. Ja, das ist immer die richtige Antwort, nachdem man solch eine Nachricht übermittelt bekommt. Wer kennt das nicht? So. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwas ganz Wertvolles zu klauen. Das wäre natürlich auch von Vorteil. Aber immerhin gibt es die miese Katzen, die einen nicht gleich anfauchen. Die läuft auch ein bisschen komisch. So, nein, hier gibt es nichts, meine Güte. Ist die Kriegergilde arm dran. Es ist gut, dass Bera euch gefunden hat, Kameradin. Die hellen Monde wissen, dass Ele froh ist, euch wiederzusehen. Sie würde niemanden sonst bei der heute vor uns stehenden Aufgabe vertrauen. Was wollen wir nun machen? Der Rat hat gesprochen. Sieht alle Farben, kehrte nach eurem Besuch in Abagarlas nie in unsere Reihen zurück. Sie ist geflüchtet. Sie ist schuldig. Sie muss getötet werden. Wenn sie bislang noch nicht gefunden wurde, wie werden wir sie dann aufspüren? Ich habe da eine Idee, aber wir müssen uns mit Merrick besprechen. Er ist zur Erdschmiede zurückgekehrt, um die Arbeit am Prismakern abzuschließen. Elef ist bereit, so ein Portal zu öffnen, um uns direkt an seine Seite zu bringen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, Elef. Natürlich wollen wir erstmal die Hinweise nachgehen. Geht voran! Ach, jetzt könnt ihr mir ins Gesicht schauen. Was ist mit Monarch Bals Plan? Dieser Mortuum Vivicus, von dem Elef so viel gehört hat, sie weiß nicht. Diese Visionen aus der Vergangenheit, die ihr in Ragentar, in Abargarlas gesehen habt, ließen auf eine sehr mächtige Bedrohung schließen. Aber was ist, wenn Farben hinter all dem steckt? Elef weiß nicht. Ich scheine begierig zu sein, die Gildenmeisterin zu finden. Ja, das stimmt. Sehr begierig. Elef verabscheut die Unfähigkeit von Farben schon seit dem Tag, an dem sie die Führung übernommen hat. Diese Besessenheit mit den Dedra, mit den Ankern. Gemeinsam werden wir ihrem närrischen Treiben und diesem Feldzug, der nicht zu gewinnen ist, ein Ende bereiten. Ihr werdet den Kontrakt gegen die Dedra nicht weiter erfüllen. Ein törichter Krieg gegen die Macht eines dedrischen Fürsten? Warum sollte Elef dem ein Ende machen? Diese hat den Rückhalt der Generäle, Kameradin. Es könnte sein, dass ich schon morgen die Gildenmeisterin bin. Okay. Was ist seit unserem letzten Treffen passiert? Viel, Kameradin. Aber nicht genug. Elef ließ Jofnir vor dem Rat erscheinen, vor Merrick. Sie wollten es erst nicht glauben, aber sie konnten Gildenmeister Eisklinge nicht ignorieren. Seine Aussage ist einer der Gründe, warum sie ihn nicht in Sovngarde einziehen ließ. Einer der Gründe? Ihr werdet sehen, meine Freundin. Auf jeden Fall ist die gesamte Gilde Elifs Aussage zufolge in Alarmbereitschaft. Sie durchkämen Tamriel nach ihrer Gildenmeisterin und alle Gedanken an die Dedra und diese Waffe von Molag Bal sind vergessen. Okay, Elif, ihr scheint mir ein bisschen übermotiviert zu sein. Nun gut, vielleicht können wir das natürlich auch aufdecken. Warum Gildenmeisterin zieht alle Farben jetzt nach Abagalas nicht mehr in die Reihen zurückgekehrt ist? Hallo? Wollen wir kurz was gucken? Ach, wir müssen eh in die Richtung, oder? Nein, hä? Wollen wir kurz was gucken? Was befindet sich denn eigentlich hier? Ist es ein Wegschrein? Okay. Ich will kurz was gucken. Wir gehen gleich zu Elef. Ja, man hätte ja wenigstens hier eine Truhe verstecken können. Oder irgendetwas anderes.
Wo bin ich hier eigentlich? Ach, ich bin hier. Ah, okay, hier bin ich also. Gut zu wissen. Okay, gut, dann werden wir jetzt mit Merrick sprechen, der fleißig in der Erdschmiede vor sich hin schmiedet. Irgendwoher müssen ja diese Arme kommen. Wenn nicht vom Schmieden, dann vom Kämpfen und Elif. Ach nee, die wartet auf uns. So, Elif, dann mal. Wie es scheint, waren wir gerade hier, ja? Ja. Bei Schmiede und Feuer, wir bereiten uns auf den Krieg vor. Ah, gibt's hier ihr hört Merrick dort in der Schmiede. Krieger, er hat schon angefangen. Gut, wir haben ja noch... Krieg vor Augen sind wir bereit zu sterben. Die Prisma-Waffe könnte eine mächtige Kraft gegen Molag Bal sein, ja? Den Tod vor Augen tragen ich weiß, warum es keine Soldaten gibt, weil die einfach das Singen nicht mehr aushalten konnten. Es ist eine schwierige Aufgabe, die heute vor uns liegt. Einen Kameraden jagen. Bei Stendas Klinge werden wir mit ihnen abrechnen. Ich beginne mit dem Ritual. Meine Freunde, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Ich bin fast fertig. Ja. Und euer Stimmchen habe ich auch gesehen. Ja, und es kann natürlich auch daran liegen, dass wir einfach gar keine Kriegergildenmitglieder mehr haben, weil nach dem letzten Besuch gab es ja ein kleines Kämpfchen mit Molag Bal. Und hat einfach mal eiskalt alle unsere Kriegergildenmitglieder getötet. Mein Werk hier ist fast vollbracht. Der Kern wird bald wieder eine Waffe sein. Wirklich? Ich glaube schon, meine Kameradin. Es gibt nur einen Weg, um es herauszufinden. Ihr werdet diese Waffe in die Schlacht tragen müssen. Die endgültige Prüfung wird erst gegen den Mortu um Viveco selbst stattfinden. Wie lautet der Plan? Zweifelsohne hat Elif euch schon von der Entscheidung des Rates erzählt. Der Generalstab hat Farben zum Tod verurteilt. Sie ist nie in ihre Gemächer zurückgekehrt. Sie scheint den Gildenmitgliedern auszuweichen. Meine Freundin, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Wie finden wir sie? Elif hat einen Plan. Alles, was sie vorschlägt, dreht mir schier den Magen um. Aber wir sind verzweifelt. Sie glaubt, Jofnir könne Farben finden. Dass er sie irgendwie aufspüren kann, weil sie miteinander verbunden sind. Sie denkt auch, dass... Was? Sie denkt, dass Farben sich gegen uns gewandt hat. Dass sie zum Fürst der Lügen übergelaufen ist. Dass, wenn wir sie finden, wir damit auch den Vivicus finden. Genug, meine Freundin. Ehe ihr mit ihr sprecht, muss ich euch eine Frage stellen. Wie lautet sie? Der einzige Lichtstrahl in der Finsternis ist die Prisma-Waffe. Ich kann sie zu jeder Form schmieden, die ihr wünscht. Stenda selbst spricht heute durch meine Handwerkskunst. Welche Waffe werdet ihr führen? Einen Zweihänder, ein Langschwert, einen Stab oder einen Bogen? Oh, so gute Frage. Ich würde ein... Boah, also auf jeden Fall entweder Stab oder Langschwert, weil ich will mich ja jetzt nicht unbedingt auf die Bogen und auf die Schießkunst spezialisieren. Ich würde einfach mal Stab sagen, weil ja beim Langschwert haben wir eigentlich immer die Möglichkeit, etwas Besseres zu finden. Natürlich auch beim Stab, aber beim Stab gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Eine gute Wahl, meine Kameraden. So soll es sein. Sprecht mit Elif. Ich werde schon bald ein Geschenk für euch haben. Vielen Dank, Merrick. Lasst uns unseren alten Freund rufen. Er wird wissen, wo sich sein Mörder versteckt. Verdammte Katze, könnt ihr einen alten Geist nicht in Ruhe lassen? Noch nicht ganz, alter Nord. Elif hat noch eine Frage an euch. Wo ist Sieht alle Farben? Wo versteckt sie sich? Ihr wisst, ich kann es euch nicht sagen. Er hält mich gefangen. Sagt es, Elif, oder sie wird euch zeigen, was es heißt, gefangen zu sein. Sie, Elif? Sie hat den Mortu um Vivicus gesucht. Er ist in den Hallen der Unterwerfung. Geht nicht, Kameraden. Sie ist... Genug. Elif ist der Herausforderung gewachsen. Aber keine Sorge, Jofnir. Sie wird Molag Bal wissen lassen, wie hilfreich ihr wart. Was? Die Waffe ist bereit, Kameradin. Nehmt sie vom Amboss und folgt uns in den Kampf. Prisma Flammenstab. Naja, gut. Für die Dunme ist Molag Bal eine der vier Säulen des Hauses des Chaos und der Erzfeind der guten Detra Boetia.
Für die Bosme ist er der schreckliche Dämon, der Gilvar Tal verschlang. Für einige Clans der Aliiden war er Molag Gebal unter Anbetung würdig. Ah, ich glaube, Gilvar Tal, das sagt mir auch etwas. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch nochmal hin. Ja, ich glaube, das war auch eine Feste. Ich glaube, das war eine Feste. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ach nee, das wollte ich nicht gucken. Ich wollte das gucken. Erhöhung der Attribute habe ich immer noch. Sehr schön. Hallöchen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Mord um Vivicus jetzt finden. So. Meine Gesundheitsanzeige, die wird auch immer geringer. Der hat es gerade dezent gelegt. Aber die Dietriche nehmen wir noch mit. Sternenmetall auch. So, die kümmern sich schon um den Beobachter. Beobachtung 2 ist das eigentlich schon. Beobachter. Kriegen die es hin, ein bisschen. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. So. Nur das Blüten. Hier komme ich nicht vorbei. Hallo? Nein, hier möchte ich nicht rein. Ihr macht das schon, ne? Ele von Merige gehört ja nicht ohne Grund zur Kriegerhütte. Alle mal ganz schnell das Reich des Vergessens mehr oder weniger befördert. So. Gehen wir jetzt hier durch. Ja. Nur einen Moment. Elif erkennt diese Anordnung. Ja, diese Kristalle kontrollieren den Zugang zu dem Raum vor uns. Kameradin, konzentriert euch auf den ersten Kristall. Habe ich erledigt. Beim Streitkolben, es hat funktioniert. Kameradin, kommt zu diesem Kristall hier. Merrick, ihr konzentriert euch auf den bei der Tür. Ich habe es. Genau so. Merrick, haltet diesen Strahl. Elif wird den letzten Kristall benutzen, um die Tür zu öffnen. Wir haben es fast geschafft. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, dass man einfach alleine hier unterwegs ist. Da hat man hier schon wieder verloren. Nur noch ein Strahl und wir können diese Tür öffnen. Triumph! Ja. Auf geht's! Sieht alle Farben, muss in der Nähe sein. Auch sehr schön, wie hier die Skelette herunterhängen, so als wundervolle Dekoration. Genau wie in alten Zeiten, Elif. Bringen wir es hinter uns. Ja. Kommen wir schon hier durch? Ja, anscheinend schon. Aber nicht so schnell, ich muss hier erstmal mein ganzes Zeug hier ein bisschen einsammeln, ne? So, wen haben wir hier? Für deine Farben. Hallo? Ihr müsst Elif aufhalten, bevor es zu spät ist. Farben, wir wissen es schon. Wir wissen von Jofnir. Ihr wisst was. Nein, meine Kameradin. Meine Freundin, ihr wurdet getäuscht. Habt ihr Jofnir getötet oder nicht? Ich habe es getan, Kameradin.
Ich diene der dädrischen Fürstin Meridia. Sie hat mich mit einer heiligen Mission gesegnet. Ich habe die Kriegergilde zu den Waffen gerufen, um Molag Bal zu trotzen. Jofnir wollte nicht auf mich hören. Und da musstet ihr ihn töten? Die Anker waren eine Gefahr für jeden in ganz Tamriel. Ich erhielt Berichte, wonach Kultisten begonnen hatten, Seelen für eine Art Waffe zu ernten. Jofnir wollte nicht auf mich hören. Daher musste ich handeln. Meine Freundin, ich vertraue euch. Genau wie der Rat. Ich lege mein Schicksal in eure Hände. Okay, aber zuvor sprecht mit mir, Farben. Was wollt ihr denn von mir hören? Der Fürst der Lügen ist überall. Er untergräbt Meridias Bemühungen und flüstert uns Dinge ein. Ich habe in Ragnatar versucht, es Jofnir zu erklären, aber er hörte mir nicht zu. Er weigerte sich, auf meine Worte zu hören. Er flüstert uns Dinge ein. Ja. Sicherlich habt ihr die Dunkelheit in Elif bemerkt. Ich wusste es nicht. Zumindest hatte ich keine Gewissheit. Doch ich glaube, sie dient dem Herrn der Lügen und verkehrt mit seinen Schergen. Ihr hättet mit Merrick reden können. Ich weiß, das hätte ich tun sollen. Aber Merrick ist ein Diener Stendars. Ich befürchtete, er könnte mir meine Liebe zur Fürstin verübeln. Als wäre sie genau wie dieser niederträchtige Ränkeschmied Molag Bal. Wer ist Meridia? Eine dädrische Fürstin. Doch sie ähnelt diesem grausamen Monster Molag Bal in keiner Weise. Meridia ist das Sonnenfeuer, die Feindin der Untoten und ein strahlendes Leuchtfeuer für alles, was lebt. Wie sieht ihr Plan aus? Den finsteren Intrigen von Nekromanten ein Ende zu setzen. Das Beseitigen aller Kultisten und der Tod der Daedra. Kurz, der Gott der Intrigen ist ihr ein Greuel. Sie wird dieser Waffe Einhalt gebieten und seine Champions unter ihren Füßen zermalmen. Warum seid ihr hier? Ihr seht es vor euch. Der Mortuum Vivicus. Nach unserer Zeit in Abagarlas wusste ich, dass es unsere wichtigste Aufgabe sein musste, diese monströse Schöpfung zu vernichten. Die Fürstin schickte mir eine Vision mit einem finsteren Pfad durch das Reich des Vergessens. Ich habe all diese Zeit dafür gebraucht. Ist das das gleiche Artefakt, das wir in dieser Vision gesehen haben? Ja, aus Tamriel weggerissen. Just in jenem Augenblick, da die Aeliden es vernichten wollten. All diese Zeit lauerte es hier wie eine Bestie in einem Käfig, während Molag Bal Seele um Seele an ihn verfütterte, um seine unheilige Macht wiederherzustellen. Ich habe entschieden, was zu tun. Ich weiß, dass eure Entscheidung gerecht sein wird. Wie habt ihr entschieden? Eure Sache ist gerecht. Bringt sie zu Ende und dann geht. Huch! Idioten! Muss ich denn alles selber machen? In Molag Bals Namen sterben! Elif? Bei der Gnade des Meisters beschwöre ich die Schriften. Mögen sie mich mit seinem Zorn stärken, um meine Feinde zu zerstören. Ich kann seine Kraft in mir spüren. Diener Molag Bals, hört meine Worte und besiegt die Feinde des Streichholdes. Wen haben wir Oru? Hallo Oru. Beobachter. So, schnell. Dann haben wir das Portal zumindest erstmal geschlossen. Nein, ihr seid der Narr, Elif, weil ihr glaubt, uns besiegen zu können. So, Merrick, da wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal hier weitermachen. So, hallo, tschüss, guten Tag.
Jarek? Ach ja, steht einfach hier rum. Ne, ich mach das schon alles. Keine Sorge, ich krieg das schon ohne euch hin. Schmäuse, die Schmause. Nein. So, Nummer 2. Nehmen wir den noch mit. So, dann ist noch den letzten Endgegner. Das ist mit Sicherheit so ein komisches, ja, Gelumbe hier. Rasa. Ganz schnell den Quellenkristall schließen. Da haben sie schon geschafft. Mehr oder weniger. Eine Gunst für meinen Diener. Oh, Elif! Ihr seid ein bisschen gewachsen. Oh nein. Oh nein! Oh, lass es nicht sowas sein. Ich glaube. Das wird gerade ein kleines bisschen problematisch werden. Nein! Ach ja, das Problem mit den Champions-Punkten. Es wird mich für sehr lange Zeit begleiten. Aber Merrick macht das schon. Ich glaube ganz fest an euch. So, jetzt bin ich wieder weg. Meine Güte, sieht alle Farben. Merrick, ich helfe euch. Elif, elende Versagerin. Ihr seid meiner Geschenke nicht würdig. Kameradin, ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Befreit von Ragnars Barriere und den Fesseln dieser dunklen Katze. Warum seid ihr hier, Jofnir? Ich bin hier, um euch zu beschützen, Kameradin. Und um euch dabei zu helfen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Ihr müsst diese Abscheulichkeit, diesen Mortuum Vivicus, vernichten. Was soll ich dafür tun? Werft die Waffe in die Mitte des Konstrukts. Damit findet Molag Bals finsterer Plan ein Ende. Habt keine Angst. Ich werde euch beschützen, meine Kameradin. Ich werde das erledigen. Dann die Frage. Ihr habt's geschafft, Kameradin. Wieder Prisma-Waffe. Ich werde euch den Weg nach Hause erleuchten. Ach so, und weg sind wir. Ja, ich muss sagen, der Kampf war doch jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich meine, da Elif sich jetzt in irgendeine komische, dädrische Kreatur verwandelt hat. Das war schon ein bisschen spektakulär, aber ja, ich habe jetzt nicht gerade eine Glanzleistung vollbracht. Da hat der Merrick doch sehr gute Arbeit geleistet. Ich wollte aber auch nur mal gucken, ob es auch würdige, nicht Gegner gibt, aber ebenbürtige Personen hier in Tamriel, die mir das Wasser reichen können. Und ja, Merrick gehört zu den wenigen Personen, die das können. Ihr habt euch gut geschlagen, meine Freundin. Der Mortuum Vivicus wurde zerstört. Vielen Dank für eure Hilfe, Jofnir. Aber die wichtigste Frage ist, kann der Mortuum Vivicus auch wieder erschaffen werden? Es war mir eine Ehre, die Gilde zu retten, der ich mein Leben lang gedient habe. Der Rat hat sich jetzt zusammengefunden. Ihr solltet mit ihm sprechen. Sofern Herr Gruber sich seit meinem Tod nicht sehr verändert hat, wartet sie nur höchst ungern. Sie schüchtert mich auch ein, Kameradin.
Sorgt euch nicht. Ich bin sicher, dass Herr Gruber uns gerecht behandeln wird. Stenda gewähre mir Wahrheit. Glaubt ihr, sie werden meiner Entscheidung zustimmen? Kameradin, der Rat vertraut auf euch. Auch ich vertraue auf euch. Genau wie Stenda. Was ihr getan habt, habt ihr zum Wohl der Gilde und zum Wohl von ganz Tamriel getan. Ich weiß, dass sie eure Entscheidung unterstützen werden. Okay, ich hatte nur bisher noch nie irgendwas mit dem Rat zu tun gehabt. Kameradin, es ist gut, wieder mit euch zu sprechen. Hatten wir zuvor schon mal das Vergnügen? Aber danke, Gräfin. Vera erzählte uns von Elifs Plan, Sieht alle Farben zu jagen. Ich sehe, dass Merrick und der Geist von Jofnir Eisklinge euch begleiten. Sagt es uns, damit wir alle und die Acht es hören. Was ist geschehen? Merrick, Elif und ich reisen ins Reich des Vergessens, um Sieht alle Farben aufzuspüren. Um ihr Urteil zu vollstrecken. Um sie für ihre Missetat zu bestrafen. Und dennoch stelle ich fest, dass sie noch gesund und munter ist. Warum ist dem so? Sie hat ihre Verbrechen gestanden, aber sie hat mich davon überzeugt, dass ihre Sache gerecht war. Im Ernst? Gerecht? Der Mord an einem tapferen und fähigen Anführer war gerecht? Ja. Was für Worte hat sie wohl gefunden, um euch davon zu überzeugen? Sie ist eine Priesterin Meridias und trachtet nur nach der Vernichtung des Mordturm Vivicus. Ich verstehe. Ich kenne Meridia als Feindin des Todes in ganz Tamriel. Als ein Licht in der Dunkelheit. Und dennoch. Nun gut. Wir werden uns gleich um sie kümmern. Wo ist die Khajiit? Wo ist Elif? Sie hat versucht, uns zu töten. Sie war eine Anhängerin Molag Baas. Ich habe sie erschlagen und Vivicus vernichtet. Noch mehr Verrat. Ich wusste schon seit Jahren, dass sie mit gespaltener Zunge spricht. Aber der Herr der Lügen. Ihr habt die Gilde von einer üblen Verderbnis geläutert, Kameradin. Wir sind euch Dankbarkeit schuldig. Und was ist mit Merrick? Er war in all dem unschuldig. Ihr müsst euch nicht um Merrick sorgen. Wir sind schon zu einer Entscheidung gelangt, was ihn angeht. Aber Sieht alle Farben. Kameradin, für gewöhnlich würden wir es einer Daedra-Anbeterin niemals erlauben, so dicht bei der Führungsebene der Gilde zu bleiben. Doch dies sind schlimme Zeiten. Sie hat nur getan, was sie für richtig hielt. Lass sie der Gilde dienen. Ich räume es nur mit einigem Widerwillen ein, aber ich glaube, ihr habt recht. Und ich glaube, ich weiß schon, wie sie uns zu Diensten sein kann. Wenn ihr so frei wärt, Kameradin, dann kommt an meine Seite. Wir haben einige Angelegenheiten zu erledigen. Wie ihr wünscht, Gräfin. Sieht alle Farben. Präsentiert euch dem Rat. Der Rat hat entschieden, dass wir den Vertrag zur Bekämpfung der Daedra respektieren werden. Meridia sorgt durch ihre weltlichen Diener weiter für Geld. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein Mörder Gildenmeister bleibt. Ich verstehe. Wir haben entschieden, euch einen neuen Titel zuzuweisen. Das Licht der Gilde. Ihr werdet den neuen Gildenmeister in allen Belangen der Daedra für den Rest eures Lebens beraten. Buße für das Blut an euren Händen. Hab Dank, Gräfin. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid entlassen. Merrick, präsentiert euch dem Rat. Merrick Atasvala, in Anbetracht eures Dienstes für die Gilde, in Anbetracht eures guten Urteilsvermögens und tapferen Herzens, können wir uns keinen vorstellen, der besser geeignet wäre. Ihr, Merrick, seid der neue Gildenmeister der Kriegergilde. Es obliegt euch, die Vollendung des Vertrags zu überwachen, der von Sieht alle Farben etabliert wurde. Seid vor den Kräften Molag Baals auf der Hut. Die Gilde ist ein Schild, eine Bastion für die Bewohner Tamriels. Handelt weise. Ihr seid so ruhig, Merrick. Was habt ihr zu all dem zu sagen? Ich danke euch, Ratsmitglieder. Ich akzeptiere diese Position mit Ehre und Anstand. Ich schwöre bei meinen Vorfahren, ich werde euch nicht enttäuschen. Nun, Gildenmeister, bitte bringt unsere Freundin hinaus. Wir haben viel zu besprechen und wenig Zeit zur Planung. Kameradin, viel Glück auf euren Reisen. Und wir freuen uns auf unser nächstes Treffen. Oh. Kommt, Kameradin. Ihr könnt nichts Gutes bewirken, wenn ihr euch in dieser Schmiede versteckt. Auf in den Kampf! Ich lebe noch. Die Gräfin sprach von meinem Dienst als Strafe. Aber ich bin wirklich froh, einfach im Wasser des Flusses auszuruhen. Merrick wird ein hervorragender Gildenmeister sein. Und dafür muss ich euch danken, meine Freundin.
kein Problem, sieht alle Farben. Und ihr? Die große Zeit der Unruhe in der Gilde ist vorbei. Ihr habt euch gut geschlagen, Kameradin. Na, danke, Joffni Eisding. Gut, mit den anderen rede ich jetzt nicht. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Aber jetzt werden wir mal unserem neuen Gildenmeister folgen. Und hier haben wir mal wieder einige Mitglieder stationiert. Beschützerin. Die salutieren sogar. Sehr schön. Ja, und jetzt haben wir die Kriegergildenaufgabe schon abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jemals wieder mit dieser Gilde in Berührung kommen werden. Sprecht einen Moment mit mir, meine Kam. Wer hätte schon ahnen können, dass wir hier nun so stehen, meine Freundin? Ihr habt ein Artefakt des Fürsten der Lügen zerstört. Ich bin der neue Anführer der Kriegergilde. Meinen Glückwunsch, Merik. Bei Stendas schweißigem Schwertarm. Ich tue mich immer noch schwer damit, das alles zu begreifen. Elif ist tot. Und sie war eine Dienerin von Molag Bal. Und sieht alle Farben. Haben wir das Richtige getan? Sie versuchte nur, das Richtige zu tun. Und niemand zwingt euch, sie zu vergessen. Ja, da habt ihr recht. Aber Elif war meine Freundin, Kameradin. Ich kannte sie schon seit... Wisst ihr, wir haben immer Witze darüber gemacht, was wir tun würden, wenn wir die Anführer der Gilde wären. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen soll. Ihr habt doch noch mich, Merik. Nun, was wollt ihr denn machen? Habt ihr eine Lieblingstaverne? Ha! Jetzt, meine Freundin, werde ich mich ausruhen. Was morgen kommt, kommt morgen. Und nur Stenda weiß, welche Herausforderungen uns bevorstehen. Fürs Erste werde ich mit dem Rat sprechen. Und für dieses morgen planen. Gibt es sonst noch etwas, bevor ich gehe? Ja, in der Tat. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg zur Erdschmiede von jetzt an für euch offen bleibt. Ich habe festgestellt, dass Ausrüstung, die hier gefertigt wurde, oft über besondere Eigenschaften verfügt. Das könnte euch gelegen kommen. Viel Glück, meine Freundin. Vielen Dank, Gildenmeister. Ja, das ist alles schon ein bisschen traurig, weil ich glaube vor 140 Folgen, aber vor einigen, sehr vielen Folgen haben wir zum ersten Mal die Gilden besucht und haben dort als kleines Licht angefangen und haben uns auch erst einen relativ, ich hoffe mal, hohen Rang erkämpfen können. Obwohl ich immer noch Adeptin bin. Obwohl ich ja eigentlich schon längst Lehrling. Ich glaube, das war ja nur Vize-Adeptin oder Adept, Lehrling und dann war man, glaube ich, schon Meister, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da bin wir den Joffnir. Die große Zeit der Unruhe in der Gilde ist vorbei. Ihr habt euch gut geschlagen, Kameradin. Joffnir, was macht ihr hier? Ich bin auf dem Weg nach Sovngarde und den Hallen von Iskramor. Doch bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch ein Geschenk machen. Die Prisma-Waffe. Ich habe sie von dort geborgen, wo der Mortuum Vivicus zerstört wurde. Ich fühle mich geehrt, Joffnir. Ihr seid eine wahre Heldin der Gilde, Kameradin. Ihr verdient nicht weniger. Zudem wurde die Waffe aufgelöst, als der Vivicus verschlungen wurde. Sie ist wieder in ihrer Urform. Ich kann sie euch in jeder Form zurückgeben, die euch beliebt. Was sagt ihr dazu, Kameradin? Ein Stab, wenn ihr so freundlich wärt. Kameradin, ich werde sehr müde. Meine Zeit hier auf Tamriel wird schon viel zu lang. Ich breche jetzt zu meinen Ahnen auf, um in den Hallen jener zu schmausen, die mir vorangegangen sind. Ich gehe in dem Wissen, dass die Kriegergilde in besten Händen ist. Und da ist er schon weg, Joffnir. Ja, und damit haben wir jetzt die letzte Aufgabe der Kriegergilde abgeschlossen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr, was uns jetzt in den nächsten Städten noch so erwartet. Abgesehen von den anderen Hauptstorylines. Ja, und ich würde sagen, an dieser wundervollen Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir uns nochmal hoch in den Norden aufmachen, dort das letzte Verlies mitnehmen und dann werden wir, gehe ich mal davon aus, nochmal kurz hier einen kleinen Abstecher machen. Hier irgendwas. Und das müssen wir auch noch irgendwie machen. Und das auch noch, bevor wir dann nach Zrolhetta gehen und mit Jorun, den Skaldenkönig oder beziehungsweise den Großkönig sprechen. Und dann die letzten Schritte machen werden, bevor wir Rift endgültig auch abgeschlossen haben. Ja, das ist schon extrem versucht emotional. Ihr euch bei mir als Beutelschneiderin? Was? Hä? Was? Was?
Hä? Ja, auf jeden Fall, ja, ihr wisst jetzt, was in den nächsten Folgen auf euch wartet. Und ich hoffe, dass die heutige Folge euch gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet.